Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Herbstritt. Ich mache genau da weiter, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ich bin gerade dabei, die Holzscheite einzusammeln. Wir sind auf dem Weg zu dem Dingsbums Good Life, oder wie der hier nochmal heißt, und wollen gucken, ob der Korn hat, damit er da hinten bei der Wassermühle, also dass er die auch nutzen kann, dass er da auch was draus herstellen kann. Das ist jetzt gerade unsere Mission und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich hatte ja beim letzten Mal schon mal so einen groben Plan euch erzählt, was da so in meinem Kopf, was mir so durch den Kopf geht, wie man das eventuell machen könnte am sinnvollsten. Ob das dann letzten Endes auch genauso läuft, das entscheidet man meistens spontan. Also geht mir zumindest immer so. Könnt ihr ja gerne auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so questet. So, da rechts wäre theoretisch auch noch eine Quest. Wollen wir die gerade mal noch annehmen? Wenn wir ja eh hier jetzt gerade in der Nähe sind. Wer weiß, vielleicht müssen wir da auch noch wieder irgendwelchen Krams einsammeln. Wo es sich dann lohnt, dass wir das jetzt schon angenommen haben. So, hier können wir auf jeden Fall auch nochmal Holz mitnehmen. Da haben wir jetzt wie viel von? 11. 9 Stück fehlen noch. So, wer bist du? Ich habe meinen kleinen Hund verloren. Ich habe meine Oma in ihrem Haus am Fluss besucht und bin mit ihm Gassi gegangen. Und plötzlich flitzte er mir davon. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich ihn nicht finde. Meine Oma wird vor Kummer außer sich sein. Das Hündchen hat schwarz-weißes Fell und ist so süß. Und da unten ist es. Laut der Map zumindest. Gut, dann sammeln wir das jetzt noch ein. Das ist jetzt zwar nicht ganz unsere Route, aber da ist auch noch Holz in der Nähe. 2 Stück. Dann sind wir schon mal bei 13. Wie gesagt, wir machen das einfach hier so grob, wie es uns in den Krams kommt. Da ist er ja. Das verlorene Hündchen haben wir eingesammelt. So, da ist ein Holzscheit. Vielleicht kriegen wir ja da auch nochmal Erfahrungspunkte für. Wir müssen ja auch im Kopf behalten, dass wir offenbar nicht für jede Quest Erfahrungspunkte bekommen. Ich habe da bislang noch nie darauf geachtet, für was ich Erfahrungspunkte kriege, weil ich habe da noch nie so genau drauf geguckt, weil ich das ja bislang noch nicht so richtig brauchte. War ja bislang eigentlich noch nicht so wirklich Thema. Gut, bringen wir ihm seinen kleinen Hund wieder, beziehungsweise den Hund von Frau Masterton. Das scheint dann ja seine Oma zu sein, wenn er vom Häuschen am Fluss redet. Das kann dann ja eigentlich nur sie sein. So. Du hast es gefunden. Wie schön. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Ich werde dir das nie vergessen. Und meine Oma wird überglücklich sein. Oh nein, was ist nur mit ihm los? Seine Augen sehen ganz komisch aus und irgendetwas scheint in seiner Pfote zu stecken. Sieht aus wie eine Glasscherbe von einer zerbrochenen Flasche. Die Leute sind heutzutage echt nachlässig. Könntest du ihn zu Barbara bringen, der Tierärztin des Stalls von Jorvik? Vielleicht kann sie ihm helfen. Machst du das bitte für mich? Oh, ja, das ist okay, weil dann ja, vielleicht kriegen wir da einen Eimer. Ja, und das meine ich halt, ne? Wir sind hier und wir müssen den Hund da hinbringen. Also hier ist nichts mit mal eben so, wie in den anderen Teilen. Das funktioniert hier nicht mal eben so. Aber wie gesagt, ist ja auch nicht so tragisch. Also ich glaube, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass viele das nicht so feiern. Teilweise geht es mir auch auf den Senkel, bin ich ehrlich mit euch. Aber wenn ich mir teilweise angucke, wie, und versteht es bitte nicht als Vorwurf, aber wie levelfaul viele in Star Stable sind, die sagen, boah, ich hab nicht mal irgendwie Bock, meine Quest durchzulesen oder ja, die einfach... Also ich muss ja auch sagen, ich nutze jetzt den Transporter ja auch oft in Star Stable. Also früher war es ja auch, da gab es ja deutlich weniger Transporter. Aber ich glaube, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, aber viele sind heute auch ein bisschen bequem geworden. Wenn ich mir das angucke, was man früher in den Spielen so machen musste... So, den hier nehme ich noch mit, den Rest nehmen wir dann mal auf dem Rückweg mit. Und was man heutzutage in den Spielen so machen muss, da wird einem schon relativ viel vorgegeben. Und es wird einem stark vereinfacht. Und ich glaube tatsächlich, dass da viele auch gar nicht so den Bock drauf hätten, jetzt hier so hin und her zu reiten während der Aufgaben. So. Mal gerade ein kleines Schlückchen trinken.
Ich mache jetzt gerade schon wieder die vierte Aufnahme am Stück. Und irgendwann wird dann der Mund ein bisschen trocken. Im Bestfall müsste ich noch so 21, 22 Videos aufnehmen bis, oh nein, bis in anderthalb Wochen. Oh mein Gott, Stand Montag der 16. Gut, da hinten ist er hier, der Dingsbums, der Good Life. Er hat also kein Korn mehr. Ob ich etwas habe, da muss ich erst einmal nachsehen. Aber vielen Dank für die Nachricht. Ich gebe dir sofort Bescheid, wenn ich etwas herausgefunden habe. Okay, das geht scheinbar nicht so schnell. Aber wir haben ein paar Erfahrungspunkte haben wir bekommen. So, ja, dann lass uns doch hier mal noch eben... Was ist denn hier? Was müssen wir denn hier einsammeln? Hier ist doch auch irgendein... Da, da ist das Geld. Da ist das Geld. Das nehmen wir jetzt mit. Ich bin nur am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht erstmal bis zum Jovik-Stall rüberreite. Und wir gar nicht den Zwischenstopp in Hillcrest machen. In der Hoffnung, dass ich beim Jorvik-Stall einen Eimer bekomme. Wäre vielleicht gar nicht so doof, die Quest erstmal vorzuziehen. Nach Hillcrest hoch ist wieder so nervig, da hochzureiten, wegen, ja, weil es sich so hochschlängelt. Das ist jetzt nicht unbedingt der angenehmste Weg, sind wir mal ehrlich. Hier, da. Hinterm Baumstamm, da liegt auch noch Geld. Immer schon mal drei Geldbündel. Hier ist noch eine Quest. Die könnte man noch annehmen auf dem Weg. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass wir dann erstmal zum Jorvik-Stall rüberreiten. Gucken wir mal. Stopp. Oh nein! Oh Gott. Oh, die mysteriöse Weise. Das ist aber auch so eine Sache. Ja, das ist, man hat früher oft auch darüber geflucht, dass die in Star Stable, dass es die halt, wenn die immer wieder irgendwo zurückgesetzt wurde, wo es eigentlich gar nicht nötig war, das war das Rennen, gar nicht nötig gewesen wäre. Ne, dann reiten wir direkt weiter. Und dann wurde man zurückgesetzt. Boah, ey Leute, was war das manchmal nervig, aber... Ich glaube, ich reite aber hier dran vorbei. Da oben ist Hillcrest. Da müssen wir jetzt nicht hoch, aber... Aber ganz ehrlich, Real Talk. Jetzt ist es doch so, wo es die mysteriöse Weise nicht mehr gibt, dass man irgendwie... Das ist halt auch so ein Nostalgiepunkt. Das ist halt auch irgendwie ist das Nostalgie. Denn da für eine fette Rübe, die können wir auch noch nicht mitnehmen. Ich hätte auch doch hochreiten sollen. Egal, da wären zwei Quests gewesen. Die hätten eventuell vielleicht ordentlich Erfahrungspunkte gebracht. Ein Drittel ungefähr, naja, ist schon über ein Drittel, aber auf jeden Fall fehlt uns doch noch einiges. Da fehlt uns doch noch einiges. Gut, Jorvik-Stall. Jorvik-Stall wird angepeilt. So. Rauf da. Aber wir müssen jetzt nicht bis ganz rüber. Kann auch sein, dass ich das deswegen verpeilt habe, den Eimer zu holen, weil das da links ist. Und wir haben ja quasi auf der Koppelinsel. Nee, wir haben gar nicht auf der Koppelinsel angefangen. Wir haben hier oben angefangen. Das hier unten ist die Koppelinsel. Da war aber das Rennen. Da haben wir das Springreiten gelernt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muss gerade sagen, ich genieße das eigentlich gerade sogar, so ein bisschen durch die Gegend zu wuseln. Damals fand ich das halt echt irgendwie so richtig nervig. Oh. Das wird wahrscheinlich auch noch kommen. Der Punkt, wo ich es dann auch wieder nervig finde, aber jetzt so momentan ist eigentlich noch ganz cool mit dem Rumreiten.
So. Ja, hier können wir jetzt die Dailies machen, aber hier sehe ich jetzt auch gerade noch keinen Shop. Hier ist ein Shop. Da gibt es einen Eimer. Oh, Leute. Oh, schön. Schön, schön. Springen, Reiten. Das hier bringt Reiten 2, die Weste. Die nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir noch mit und ziehen die direkt mal an. Zack, das T-Shirt, das wird verkauft. Sehr schön. Und Futter nehmen wir uns noch ein bisschen mit. Das können wir leider wieder nicht stecken. Nehmen wir mal eine Reihe mit. Jetzt haben wir nur noch 825. Na gut. Wir müssen sowieso noch mal die Aufgaben machen. Was haben wir denn hier? Anscheinend ist er in Glasscherben getreten. Ich werde sehen, was ich machen kann. Du kannst jederzeit wiederkommen. Ich sag dir dann Bescheid, wenn ich fertig bin. Okay, die verwundete Pfote. Dann müssen wir erstmal schauen, wie lange das dauert. Ich gucke jetzt mal fix. Oh, da ist der Brunnen. Jetzt müssen wir erstmal gucken hier. Ich muss mich jetzt mal um mein Pferd kümmern. So. Das ist jetzt auch mal dran. Futter. Wasser. Oh Gott, das säuft mir jetzt einfach 5 Eimer leer. Bevor es wieder... Ja, ganz, ganz nicht, aber 4. Putzen machen wir auch noch. So, komm, jetzt geht es unserem Pferd doch schon wieder viel, viel besser. Ich würde jetzt trotzdem, wenn wir gerade eh hier sind, den Eimer schon wieder auffüllen. Dann haben wir das auch schon mal wieder gemacht. So, zack. Wunderbar. Jetzt geht es ihm doch wieder gut. Schön. Ja, und als nächstes würde ich dann sagen, geht's nach Hillcrest zurück. Das wäre ja dann so die nächste Aufgabe auf der Map. Da unten haben wir noch, da haben wir auch noch ein Rennen. Das Rennen haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, oder? Ich bin gerade verunsichert, Leute. Ich bin gerade verunsichert. Wir speichern mal und legen uns mal schlafen. Es wird ja eh gerade dunkel. Ein neuer, wunderbarer Morgen bricht an. So schnell geht das. Ja, also wir reiten jetzt erstmal nach Hillcrest. Und geben da die beiden Quests ab, die wir haben. Sammeln noch ein, was wir an Geld zu finden auf dem Weg dahin. Wie gesagt, die Rennen. Das macht jetzt keinen Sinn mit dem Pferd, was wir sowieso verkaufen werden in Kürze. Sobald wir hier unten die Erfahrungspunkte noch voll haben. Das machen wir echt erst, wenn wir das nächste Pferd haben. Damit wir das versorgen können. Das machen wir erst... nicht versorgen. Damit wir das trainieren können. Das machen wir erst dann. Vorher hat das in meinen Augen eigentlich keinen Sinn. Das wäre Quatsch. Das wäre dann einfach ein verschenkter Aufwand. Aber das ist schon mal super, dass wir jetzt einen Eimer haben. Ja, wie ärgerlich, dass ich den einfach da übersehen habe, den Shop. Aber ganz ehrlich, ich hätte ihn eben fast schon wieder übersehen. Da müssen sie mal irgendwie hier so Leuchtreklamen oder sowas dran klatschen. Dann siehst du das auch. Da wäre ich jetzt eben fast schon wieder dran vorbeigeritten. Manometer. Gut, sagen wir mal so, ich bin auch kein Maßstab, ne? Miss Tomato, Tomato Eye ist am Start gewesen. Muss ich mal gerade gucken, wo geht denn jetzt hier der Weg rauf? Oh, ey, ganz ehrlich, Hillcrest ist auch so ein... Hillcrest ist auch irgendwie so ein bisschen nerviger Ort, was die Erreichbarkeit angeht. Wahrscheinlich haben die nicht mal einen Winterdienst. Wenn ich mir überlege, wie steil das da hochgeht. Ja gut, also von hier gibt es tatsächlich scheinbar keinen Weg. Aber es gibt 2 Wege ins Dorf rein. Ich habe jetzt nur offenbar den falschen. Also hier geht einer rauf. So. Gut.
Ihr Lieben, ich würde mich jetzt, glaube ich, schon mal wieder verabschieden an der Stelle. Ich reite in der Zwischenzeit noch bis oben rauf. Da geben wir da die Quest ab beim nächsten Mal. Gucken mal, was es so Neues gibt, was wir machen können. Ja, und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.